Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Hogwarts Legacy. So, die Nati wollte hier beim letzten Mal, dass wir einen anderen Weg in die Festung von Harlow finden. Dann wollen wir mal schauen, ob uns das gelingt. Offenbar sollen wir hier über die Mauer krabbeln. Dachte, wir müssen durch den Durchgang, den wir da neulich unten irgendwo gefunden haben, aber ich glaube, das war dann doch nicht das Richtige. Was ist das? Ach so. Ein Aschwinderinnennest. So. Ist das? Was das wohl ist? Bestimmt muss ich das bewegen. Rebellion. Da oben gibt es noch Zeug. Kann ich da hoch? Bräuchte ich erst was zum Hochklettern? Okay, Moment. Das war's. So. Ich muss das gedrückt halten. Guck ich nochmal, hier gibt es noch Truhen. Noch was? Nee, er ist wieder da oben. Kiste muss schweben. Evioso? Hoch, nicht so hoch. Lass mich doch. Jetzt. Oh. Okay. Ja. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Das machen wir schon. Da kann ich gleich rein. Rebellion. Gehst mal hier hinten lang. Da haben wir noch einen Sickel. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Genau. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Das hätte ich auch selber blicken können. Muss erst die Kiste da wegziehen. Ah, Sekündchen. So, jetzt kann ich da rein. Okay. Ratte! Na, wenigstens keine Spinne. Das könnte das Tor hochziehen. Oh, was haben wir denn da? Kann ich glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist das euer Ende. Okay, alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. Hier geht's rein oder runter, besser gesagt. Oh. Moment. Ist das da? Oh, wartet mal. Wartet mal, da habe ich doch. Hier, warte mal. Verdammt. Oh, wie soll ich das denn machen? Das irgendwie da unten. Guck mal. Ich gehe jetzt mal kurz hier runter. Nein, runter. Bitte. Mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Nee. Muss das hier oben hinkriegen. Frage ist nur, wie. Ja. Hier ist erstmal ein Schloss.
Aufmachen? Nein. Ich muss offenbar da hoch. Ja. So. Nee? Doch. Hier hoch? Aber hier ist nur eine Truhe. Das nützt mir jetzt nichts. Glaube ich. Nee, das nützt mir gar nichts. Da hinten. Was ist das denn eigentlich alles? Wartet mal. Achso, das ist alles noch weiter weg. Nee, das nützt mir auch nichts. Ich muss das mit diesem Rad hier irgendwie, aber puh. Wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Spät. Nein, oh. Nein, oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Was machen da Leute? Ich drücke immer falsch. Also nochmal. Wie? Versteh's nicht. Geht das? Ich krieg das doch gar nicht schnell genug hin. Mal wartet mal. Wir machen mal den Zauber. Dahin. Oder wartet mal, kann ich das einfrieren? Das würde ich mal. Nein, zieh. Oh. Ich hab doch Akio gemacht. Hä, das ist... Ich mach den falschen Zauber, ich bin so doof. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, wie ich das da oben hinkriege. Passiert hier hinten irgendwas, wenn ich das... Jetzt geh doch...
Weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, ich muss den Philipp mal holen. Weiß nicht, wie das geht. Was muss ich denn hier machen? Ich check das nicht. Ja, da ist dieser komische Rausziehen. Aber das kann ich doch so schnell gar nicht rausziehen. Wie soll ich das machen? Ahnung. Hier drüber. Nein. Ich darf ja auch nicht fliegen. Weiter nach oben? Komme ich auch nicht. Ich check nicht, wie ich das machen soll. Und dieses Schloss, das kann ich ja auch nicht aufmachen da drüben. Wenn ich das richtig sehe. Nee. Warte mal, sprengt es nicht, hat er gesagt, ne? Soll ich mal... Moment. Bringt nix. Ich muss das da oben irgendwie... Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also da hoch zu klettern bringt mir gar nichts. Ich mache das jetzt extra, damit das ganz, 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 ganz langsam runtergeht. Oh, und dann geht's wieder schneller. Das ist doch unfair. Wie soll ich das denn machen? Ich dreh durch. Und geh doch nicht immer nach vorne, wenn ich nach hinten gehe. Nein, da hoch sollst du gucken. Oh mein Gott, nein, wie? Ich versteh's nicht. Okay, Leute, ich mach mal kurz eine Pause, weil ich weiß nicht, wie das geht. Ich muss mal den Philipp fragen. Ich bin gleich wieder da. So, Freunde. Offenbar... Und ich weiß nicht, warum das vorher nicht ging. Muss man da einfach mehrfach drauf schießen. Und dann kann man das hier umklappen. Und dann geht auch das Tor nicht mehr runter. Ey, fragt mich nicht. Ich habe doch da wie eine Blöde draufgeschossen. Also ich habe doch da auch mehrfach draufgeschossen. Warum ist es bei mir denn nicht oben? Also ich weiß es nicht. Egal, jetzt haben wir es geschafft. Und da ist sie. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Hat die irgendwie eine Asthmaschwäche oder so? Ich höre sie. So, ist die irgendwie Asthmatikerin? Die atmet immer so komisch. Oh. Oh nein! Oh, nicht! Lass den Arm in Ruhe! Falkenschwinger, kennst du diesen Hippogreif? Ja. Und der Arme. Neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Ja. Okay. Okay. Das ist unsere Chance. Los. Bin damit einverstanden.
Nein. Verdammt. Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Hm. Hat sich die Natti ja wieder in eine tolle Situation gebracht. Oh Mann, ey. Ich hab da einfach nur mehrmals draufschießen müssen. Aber das habe ich eigentlich doch auch gemacht. Ich verstehe nicht, warum das... Na, egal. So, wir müssen jetzt erstmal hier nach oben. Und hier gibt es noch ein bisschen Loot für uns. Loot tut gut. Wir schauen uns hier natürlich genau um. Logisch. Ich will nichts verpassen. Da unten liegt noch was. Kann ich jetzt aber nicht hin, ne? Spontan. Bisschen schlecht, glaube ich. Nee, dann bleibe ich lieber hier oben. Komme ich da rüber? Mal. Ab. Nein. Nicht gerade der sicherste Ort. Da brauche ich erstmal eine Kiste oder sowas. Da ist eine Kiste. Die kriege ich wie genau da raus? Kann ich die einfach da rausschieben? So, jetzt ist die da runtergefallen. Kann ich da rein? Nö. Nö, nö, nö. Das heißt, ich muss... Achso, da ist sie. Mhm. So. Genau. Das ist super. Hep, hep. Hep, habe ich gesagt. Manchmal bist du strange, Mädchen. Revelio, da ist eine Truhe, die hätte... Offenbar haben wir einen Eindringling unter uns. Nee, nee, nee. Doch schneller als ein Mondkalb. Lumos. Super. Gute Nacht. Prediger einen gefrorenen Gegner. Ja, das hat sich damit wohl erledigt. Ich muss auch ins Kämpfen erstmal wieder reinkommen, Freunde. So. Hä, wo ist die Truhe dahinter? Die hätte ich aber gern. Danke. So. Okay. Weiter geht's nach oben. Okay, den Pirscher habe ich jetzt leider schon umgebracht. Ich muss mir meine Duellaufgaben auch wieder ein bisschen angucken, dass ich die mitmache. Aber wie gesagt, ich muss jetzt ins Kämpfen auch erstmal wieder reinkommen, Freunde. Aufschließen. Ach ja, wie war das nochmal? Okay. So. Ein Säckchen noch für mich. Und sonst habe ich aber nichts verpasst. Nee, nee, nee. Gut, dann geht's hier weiter hoch. Ich hoffe, Natti hat es nicht so schwer. Da unten ist auch noch so viel Zeug, ne? Eigentlich. Und hier ist eine Leiter nach oben. Das hier ist, glaube ich, nur für Loot. Hallo, Homura.
Wunderbar. Sonst noch was? Nö, das war's. Okay. Da drüben steht eine Truhe. Komm ich da irgendwie hin? Momentan glaube ich eher nicht. Diesen Ort hier, den werde ich wahrscheinlich nochmal so erkunden müssen irgendwie, dass ich hier nochmal hergehe, wenn ich mit dem Auftrag fertig bin. Weil hier scheint es noch einiges zu geben. Oh, hier ist ein Teleskop. Kann ich das benutzen? Nö. Da geht's weiter. Was haben wir denn hier sonst noch? Warum konnte ich jetzt hier hochklettern? Rebellion. Das weiß man auch nicht so genau, ne? Na gut, dann gehe ich da weiter. Oh! Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Meinst du? Vorsichtig. Stupor, okay. Mal warten, bis ich mich... Mach mal... Komm mal da runter. Eine Powertrinke mehr. Wie soll man da runterkommen? Okay, warte. Mach mal das so. Mach mal was, damit ich Stupor machen kann. Nein. Okay. Das hat also nicht geklappt, leider. So wie ich das wollte. Sie hat keine Angriffe gemacht, mit denen ich hätte Stupor oder bei denen ich hätte Stupor anwenden können. Leider. Naja. So. Aber ich hab's versucht. Hab's versucht, Freunde. Oh nein, Dick hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Oh, ihr Kleinen. Wartet. Die nehme ich alle mit, Freunde. Die nehme ich alle mit. Und verkaufe die zur Not. Ist ja traurig, dass die hier alle sind. Was haben wir hier? Lieferung. Viermal Jabbernoll. Vorsicht. Dreimal Kniesel. Schlauer und gemeiner, als sie aussehen. Vorsicht vor den Krallen. Viermal lila Riesenkröten. Nur mit Handschuhen anfassen. Einmal Testral. Ich weiß, dass ihr sie sehen könnt. Mit Fragezeichen. Hippogreife. Habe eine Spur, wo man ein Paar bekommt. Nullmal Phönix. Wo? Mhm. Rebellion. Sind hier noch mehr kleine Viechis? Ich glaube, ich habe alle, ne? Ja, ich denke schon. Okay. Da ist noch was. Hallo. Mann, ich häng fest.
Mein Pfeil ist kaputt. So. Gut. Revelio. Nix. Halt, stopp. Ist da was in dem Käfig? Nee. Auch nichts mehr. Aber hier. Ja, kletter doch mal da durch. Das finde ich gut. Okay. Astrid, behalt mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir, sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen, also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Manfred. So. Revelio. Sonst gibt's da nichts mehr. Gut, gut, gut. Der liebe Manfred sich ein Versteck gebaut. Okay. Ist ja frech. Aber wo komme ich denn jetzt hier weiter? Warte mal, von da bin ich gerade gekommen, ne? Ja. Jetzt bin ich oben. Hallo? Alles ist gut. Ganz und da ist noch der zweite. Oh je. Ganz ruhig, mein Guter. Wer seid ihr? Komm! Hallo, Homo. Mach schon. Uiuiuiuiui. Natti. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das war mal eine Rettungsaktion, oder Freunde? Ein Hippogreif, ein Hippogreif. Wir fliegen ein Hippogreif. Oh mein Gott. Yay. Wie kann ich den lenken? Kann ich... Oh, ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie kann ich denn tiefer? So. Ah, okay. Ein bisschen wie der Besen, aber nicht ganz. Der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Höher. Okay, hä? Wie geht's höher? Nee. Nein! Flieg! Ich weiß nicht, wie man das Tier lenkt. Irgendwie, also höher kann ich nicht. Nee. Nein, nicht... Oh... Einfach nur lenken. Nichts machen. Das ist cool. Nein, ich einfach stehen bleiben. Lass nicht aufhören zu drücken. Das ist, aber ich kann irgendwie nur nach unten lenken, nicht nach oben. Wenn ich nach hinten ziehe, bleibt er mal sofort stehen. Wenn ich nach unten, also nach vorne drücke, dann geht er nach unten. Aber wenn ich nach hinten ziehe, geht er nicht höher. Oder? Naja, doch ein bisschen, aber nee. Also nee, warte, wenn ich nach vorne drücke, macht er gar nichts. Wenn ich nach nach hinten ziehe, dann geht er tiefer. So rum ist richtig. Aber ich kann halt nicht höher. Von alleine. Das macht er irgendwie... Ahnung wie. Langsam geht er nach oben. Also den Greifen lenken ist nicht so einfach. Okay. Uff. Geschafft! Befreit.
Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Sie hatte alles unter Kontrolle. Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Okay. Sehr schön. Haben wir die beiden befreit. Da freue ich mich. Und offenbar können wir jetzt auf Wolkenschwinge reiten. Yay. Oh mein Gott, wie cool ist das denn bitte? Cool, cool, cool. Sepulria, neuer Gegenstand. Und Caligo, genau, das sind die anderen beiden Flugtiere, die ich durch das Vorbestellen bekommen habe. Die zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Denn, meine Lieben, die Zeit ist leider schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne... Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei Ihnen zu Hause. Das machen wir. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie... Oh Mann, jetzt... Hört doch auf, mir Briefe zu schicken. Ich will mich verabschieden. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Hört jetzt auf. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Ja, das machen wir gleich. So, meine Lieben, jetzt aber, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Hogwarts Legacy. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!